Hallo. In diesem Video erkläre ich euch, wie man über die Zukunft spricht. Das hier ist das zweite Video zu diesem Thema. Außer dem Will Future und dem Going to Future gibt es im Englischen noch viele andere Möglichkeiten, Zukünftiges auszudrücken. Als erstes erkläre ich euch, wie man das Present Progressive für Aussagen über die Zukunft verwendet. Gebildet wird das Present Progressive, wie ihr schon wisst, mit der Präsensform von to be, also is, am oder are, einem Verb im Infinitiv und der Endung ing. Zum Beispiel, she is walking home. Für Aussagen über die Zukunft benutzt ihr das Present Progressive, wenn ihr sagen möchtet, dass etwas fest. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.